So. Na dann, willkommen zu einem neuen Part. Zu Beginn dieses Parts muss ich mich mal für Vergangenheitszwecke entschuldigen. Vergangenheitszwecke hat einfach. Und die Garia entwickelt. Das Punkt, die hat sich weiterentwickelt. Ich habe schon mal auf Screen trainiert und es ist. Ich habe einfach. Punkt, die hat sich nach Level 21 weiterentwickelt. Ich habe ein bisschen Training gemacht und ich hatte die Aufnahmen nicht an, das konnte nicht, das ging nicht. Das war so schnell, habe ich es da nicht anbekommen. Ich habe die Entwicklung eigentlich mitbekommen. Habe ich leider nicht mit drauf, aber wir haben was. Ihr seht das mal. Jetzt haben wir Punktjahrzwert entwickelt. Ultrigalia. Das ist die Wetterentwicklung. Jetzt versuchen wir es nochmal. Mit der Arena-Leiterin hier. Ich habe im Internet in einem Forum gelesen. Muss nicht stimmen, aber. Ich habe schon mal ausprobiert, es klappt so halbwegs, deswegen versuchen wir es hier noch ein, zwei Mal. Schön getrennt übrigens, linke Seite, weiblich, rechte Seite, männlich, schön, nicht bewusst, aber ja. Wir fangen heute mal mit unserem Unartytox an und versuchen mal die Arena-Leiterin mit einer speziellen Attacke zu besiegen. Das sehen wir gleich im Kampf mit einer speziellen Attacke, die Unartytox kennt und besitzt. Theoretisch müsste das dann klappen, wenn wir es lang genug aushalten. So, jetzt schaut zu und lernt. Oder lernt nicht. Nachdem. Jetzt kommt es halt darauf an, Toxic Spikes, die Attacke, die man jetzt mal einsetzen muss. Jetzt sind um das Team, gegen das Team herum Giftspitzen gemacht. Das ist ein bisschen blöd, dass die schon drauf geht. Aber nicht ganz. Und die behalten wir erstmal zurück, weil wir die brauchen wir vielleicht später noch. Jetzt brauchen wir ein Pokémon, was lange aushält. Ja, erstmal brauchen wir ein Pokémon, das. Oh, Kacke. Gut, dann müssen wir es halt besiegen lassen. Jetzt müssen wir erstmal Kaktus besiegen. Dann kommt noch ein nächstes Pokémon. Ich glaube, das wird gleich als nächstes eingesetzt, das auch noch besiegt werden muss. Und dann die weiteren Pokémon eingesetzt werden. Die werden dann vergiftet. Da haben wir gute Chancen. Wenn wir es denn lang genug aushalten. Ja, das ist glaube ich auch immun gegen das Gift. Das müssen wir jetzt irgendwie zugrunde richten. Und grundsätzlich erstmal. Oh nein, das kann Heilattacken. Das Pokémon ist ja auch noch nicht besiegt. Lodge-Chat-Forum wird das sehr gut was bringen. Um die durch das Gift zu abschwächen. Dann mal schauen, ob wir den jetzt hier besiegt kriegen. Ich habe ein paar Tränke mit dabei, aber die Tränke sind ja bei Level 24 Pokémons nicht mehr wirklich das Wahre. Es gibt halt leider keine Supertanke hier. Was das Ganze irgendwie ein bisschen scheiße macht. Okay. Jetzt kriegen wir ein Problem. Mach's hätten wir später brauchen können. Dann blöder Sandsturm. Blöde Heilattacken. Gast wird so gut wie gar nichts mehr. Oh, sagte er.
That's what she said. So. Ja. Das haben wir jetzt die Krux. Wir haben die zweiten Erinnerungen noch nicht. Deswegen ist Mordi jetzt so. Mordi gehorcht uns nicht mehr. Das ist ja blöd. Das Glutex so. Das ist halt jetzt die Scheiße. Bis der auch manchmal einschläft, da faulenzt und nichts tut und. Dieser Sandsturm ist halt schon ein bisschen scheiße. Genau das haben wir hier. Jetzt ist das vergiftet. Ich glaube, das Problem bei ihm war, dass sich verdammt nochmal vom Gift wieder erholt. Genau. Aus irgendeinem Grund, ich verstehe auch nicht warum. Erholt er sich vom Gift. Was wahnsinnig dämlich ist. Na toll. Sandsturm tut ihm Schaden zu und ach. So, ich hol mal Modi rein. Ich hoffe, dass er beruhigt und reinhaut mit Drachen. Mit seiner Drachenattacke. Warum Vergiftung ihn heilt, ist mir auch ein Rätsel. Ist so immerhin. Jetzt haben wir den mal weggeschafft. Und den einen, der immun gegen Gift war, haben wir auch schon weggeschafft. Das müsste aber jetzt was bringen. Sandgrab. Nicht gut. Das ist ein Effekt, okay. Fantastisch. Ah, der jetzt sehen was. Das geht, glaube ich, bis auf das eine, was noch lebt, das Pokémon. Geht das für alle? Wir haben eigentlich jetzt schon wieder verschissen. Eigentlich müssen wir das eine noch besiegen, was sich nicht vergiften lässt. Okay, was passiert hier? Es fehlt. Aber das Gift tut ihm ordentlich Schaden zufügen. Vielleicht haben wir jetzt eine halbwegs reelle Chance. Der Kampf wirkt jetzt nicht wirklich, aber das Gift tut sein Ding. Okay, was auch immer, dass der mit seiner Attacke bewirkt. Okay, ist ein gelben Bereich. Smackdown, oh der toll. Okay, es lebt noch. Okay, das ist auch eine Attacke, die länger wirkt. Na komm. Es heilt sich wieder. Was denn hier? Nein! Ach, ich hasse Pokémon, die sich selber beheilen können. Das Gift wirkt nämlich irgendwann noch nach. Oh Gott. Ich hoffe, das Gift hält noch. Ich hoffe, dich zu heilen. Ja, mach das. Das ist in Ordnung. Die nächste. Okay, da waren es noch 3, 2,5. Das kann ja nichts werden. Viel Geld weg. Und wenigstens bringt das ein bisschen was. Oh, Kacke. Bin dann gearscht. Bräuchte halt Pokémon, die es ein bisschen was aushalten. Die nicht kennen, die vielleicht nicht unbedingt kämpfen können, aber die mal ein bisschen die Attacken einstecken.
Das wäre das Ding. Jetzt sind wir zu gut wie am Arsch. Tränke wären nützlich. Sollten wir mal mehr die Tränke nutzen. Okay, wir machen noch einen weiteren Versuch. Das ist halt sauerblöd, dass da ein Pokémon dabei ist. Das erste Pokémon ist natürlich dadurch, vielleicht auch nur dadurch immun, dass es schon im Kampf ist, dass es von den Stacheln nicht getroffen wird. Ne, und dann gibt es da gibt's noch eins. Stimmt, da gibt es noch ein anderes, was das erste Pokémon ist dadurch immun, dass es schon im Kampf ist und von den Stacheln nicht getroffen wird. Das zweite Pokémon ist von sich aus immun. Weil es selbst ein Stachel-Pokémon ist, ich weiß nicht warum. Das dritte Pokémon heilt sich selbst durch Gift. Das ist halt ein bisschen. Wir haben noch 9 Tränke und kein Geld, weil wir ja dauerhaft verloren haben. 9 Tränke halten auch nicht lange, um das Ding zu rocken. Wir können es jetzt nur 100 Mal versuchen und dann irgendwie beim 30. Mal. Das macht keinen Sinn, dieser Satz, aber. Ja gut. Und die Taktik ist, glaube ich, schon grundsätzlich hilft zum ab der zweiten Hälfte des Kampfes. Ist das verdammt wertvoll. Und Toxic Spikes. Und generell Gift scheint auf diesen Typ hier im Kampf wertvoll zu sein. Aber es ist halt einfach. Ihr seht, wie schnell der runter ist. Und das ist scheinbar eine Doppelattacke, was ich auch sehr nervig finde. Aus irgendeinem Grund. Gift ist sehr effektiv, aber mein Ultra-Tydox ist einfach viel zu schwach. Ist nicht viel zu schwach, ist schon eigentlich okay, aber die Attacken sind zu stark. Okay, ich gehe noch ein bisschen weiter. Das müssen wir jetzt noch rund down kriegen. Vielleicht auch schon mit Ultra-Tydox. Oder auch nicht. Ja, stimmt, Giftattacken, der ein bisschen weiter denken. Das hätte ich wissen, das hätte ich ahnen können. Giftattacken haben keine Wirkung. Hätte ich sehen können, landet auf den Giftspitzen. Hätte ich förmlich sehen können. So, Modi. Modi brauche ich für den Typen, der sich heilt. Na komm, hältst du los. Okay. Warum das eine Doppelattacke ist, verstehe ich auch nicht. Bis zweimal einsetzt. Und meine verletzt es auch ihn. So, sei es mit Toss. So, komm, du Twitcher. Ist ihm das auch helfen? So, next. Das ist das Drecksweg, was sich heilt. Das müssen wir irgendwie runterkriegen. So, Mordi, jetzt. Mach keinen Blödsinn. Mach's alle. Ah, jetzt schläft das. Verdammt. Und irgendwas an Leute. Jetzt hat das natürlich Zeit, sich wieder zu beleben. Ich hab nur Tränke. Wach auf. Wird das natürlich in jeder Runde mehr geheilt. Dann ist das wieder im Arsch. Na komm, jetzt rein da. Sehr schön. Modi hat ganze Arbeit geleistet, aber es ist Level 28, was das Ganze noch schlimmer macht. Damit eine neue Attacke. Feuerfang. Sehr schön, 65. Besser als. Das Glory Face können wir vergessen. Die nächste effektive Feuerattacke. Das Ding ist vergiftet. Wir versuchen mal die neue Attacke, wenn wir was wollen. Ach so, Feuerbiss ist das.
Das ist auch sehr effektiv. Das Drecksviech heilt sich. Ach, Mori. Warum tut dein Pokémon sowas? Ich weiß doch, dass es dann besiegt wird. So. Max. Ich lässt du jetzt ein bisschen aus. Kannst auch vielleicht ein bisschen Schaden machen. Ja, ich tue nur nicht auf ein bisschen Schaden. Und es sieht doch nicht lange aus. Ja, gut, so viel dazu. Wir hätten da wirklich effektiver einsetzen können. Und müssen. Heil dich bitte nicht nochmal. Heil dich nicht, heil dich nicht, heil dich nicht. Verdammt! Was habe ich gesagt? Jetzt kommen wieder diese Aufladattacken. Das sind nicht, keine Ahnung, irgendwelche Wertsachen. Das verstehe ich nicht. Die Vergiftung ist aber ja manchmal Gold wert. Ach, verdammt. Heil dich nicht, heil dich nicht, heil dich nicht. Verdammt, scheiße. Das hätten wir gehabt. Jetzt machen wir ein paar defensive Attacken. Das merkt da unten ja von mir aus auch das. Das war abzusehen. Nice. Da waren es nur zwei. Ah. Nee, das hält nicht lange aus. Das kann sie ein bisschen Schaden machen. Ach, jetzt kommt diese Sandkrab-Attacke. Wenn wir eine bessere Taktik kriegen würden. Tränke nutzen, zu spät. Doppel-Einsatz ist, glaube ich, jetzt gleich vorbei. Ah, ja. Aber es, ich weiß nicht, ob es da jetzt noch eine Möglichkeit für Tränke gibt. Können wir vielleicht. Wenn dadurch werden, durch das. Wir können das jetzt offscreen auch noch unter die nächsten Parts jetzt noch stundenlang mehrfach und irgendwann werden wir es hinkriegen. Es ist halt einfach. Dadurch, dass die Pokémon noch trainiert werden. Aber die Tränke ist halt. Ich glaube, Prof hält schon ein bisschen aus. Weißt du, die das Gefühl gehabt. Modi müsste auch ein bisschen mehr aushalten. Wir versuchen es weiter. Ein paar Versuche können wir heute noch machen. Wir sind parat. Vielleicht schaffen wir es heute in diesem Part mit dem vierten oder fünften Versuch. Ist ja eigentlich schon der sechste Versuch im Part. Den hatten wir letztes Mal schon. Oder der siebte, keine Ahnung, weiß nicht. Zwischendurch habe ich auch noch einen gemacht, also sind schon, glaube ich, ein paar zusammen. Ist kein Scheiß gelungen. Das muss sein, das ist wichtig. Diese blöde Attacke, wenn ich die ausschalten könnte. Sandgrab. Oh, vergiftet, sehr schön. Das ist praktisch. Und jetzt mit
ihr jetzt zu Ende geht. Das ist sehr praktisch. So, ich würde mal jetzt. Ich versuche mal diesmal mit dem Mobil. Auweia. Na komm, halt noch aus. Die hat er gewöhnlich streng gemacht. Das war gut. Jetzt kommt das Drecksviech. Das bringt natürlich relativ wenig. Gib mal Schlaf oder Gift. Der Gift jetzt nicht gemacht. Schlaf hätte ich mal einsetzen können. Irgendwie schadet sich das durch die Attacke selbst. Ich glaube, Menki nur mal zum Schluss auf. Ich glaube, das war ja effektiv. Oder auch nicht. Hat nicht gemacht. Sandkörper verletzt sich blöderweise selbst. Also guterweise. Für uns. Ach komm. Come on. Oh, das war sehr gut. Und jetzt hält sich das wieder durch. Oh, verdammt. Oh no. Okay, zum Glück nur zweimal gehittet. Fünfmal gehittet. Viermal. Ach, das bringt doch nichts. 2 KP weg, 2 KP wieder da. Wir ziehen ihm die KP ab hier und die vor. Das ist doch skandalös. Das müssen wir noch irgendwie effektiver hinkriegen. Was hält ihr noch mal? Ach, wie ich sowas wie Heilattacken bei Pokémon, bei Flasen Pokémon hasse. Modi würde ich mich gerne noch aufheben, wenn es irgendwie geht. Schmeiß den Zapfen in die Erde. Das ist nicht ganz schlecht. Sein Grab, das müsste ihn jetzt auch mit verletzen. Oder auch nicht. Warum das zu ist, ja. So, mach alle. Da waren es noch 4 und verdammt. Jetzt kommt das Feed, was ich sehe. Ja, genau das Ding. Verdammte Scheiße. Jetzt brauchen wir Modi. Und danach hat es. Wir haben es eigentlich schon verkackt. Wir haben nur noch. Oha. Sehr gut. Verdammt, das hält sich jetzt. Nein. Mach auf. Oh nein, eine weitere Taktik. Oh nein. Aufwachen, 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 Modi. Schnell. Jetzt. Nein. Also das kann auch nicht wahr sein. Ah.
Alter, das war gerade eben. Das war heftig. Vielleicht kriegen wir die Glurak-Entwicklung doch noch hin, bevor wir den zweiten Raum online beschlossen haben. Das wär's ja. Nein, nein, nein. Warum? Warum darf ich mich zuerst einsetzen? Nur ein Sandkraken höhere Initiative als das dreckige. Das wäre es nochmal Gold wert gewesen, wenn ich da jetzt nochmal eingesetzt hätte. Und wir haben verkackt. Wenn noch ein zweites Pokémon da ist, diese Arena. Diese Arena da drin macht mich alle. Aber ihr seht, ich bin irgendwann. Es ist Potenzial da. Früher oder später. Wenn durch den Kampf unsere. Muss nicht mehr trinken, das ist nur beim 100. Versuch sind unsere Pokémon so gelevelt. Jetzt levelt die Pokémon auch, müssen wir mal drauf achten. Irgendwann. Aber jetzt fürs Let's Play wahnsinnig langweilig. Aber ja. Probier es mal mit einem Trank. Da sieht er, was die trinken würden. Eigentlich lächerlich. Durch die Doppelattacke ist halt das dritte Trank, ist halt. Verzählt es auch nicht wirklich auf. Das ist verzögert es jetzt auch nicht wirklich. Das wird jetzt der nächste Hit wird. Das kann wohl sein. Oh, oder auch nicht. Aber wie sollen wir das letzte Pokémon besiegen? Wie soll das was werden? Nein, nein, nein! Ich habe drei Tränke ausgegeben. Ach, so ein Dreck. Der verdammten Typensache, dass das hier auch mit Sandgrab aufgehört oder was? Ich hatte Hoffnung. Spiel zerstört mein Schild noch von. Ich hatte wirklich Hoffnung, das mit den Tränken jetzt hinzukriegen. Wow. Das Spiel zerstört meine Hoffnung. Schönes Adventskalenderprojekt. Na ja, komm, das ging wohl trotzdem irgendwie jetzt hin. Okay, ja, von der Zeit her nicht mehr wirklich. Was machen wir im nächsten Part? Ist die Frage. Entweder weiter versuchen oder als Offscreen spielen. Weiß nicht, ob ich da noch Zeit habe. Ein, zwei Versuche würde ich Offscreen auch machen, aber. Ansonsten sehen wir uns im nächsten Part zum. Machen wir noch einen zweiten, dritten Part, weil damit hier. Ich kann es mir nicht helfen. Ich kenne den Erfolg. Es wird nur besser gehen, also je mehr wir hier. Da wir ja ab und zu mal Pokémon besiegen, kriegen wir Erfahrungspunkte und dadurch steigen die Level. Dadurch. Es ist wirklich eine Frage der Zeit hier. In den Foren wurde auch geschrieben, also. Nach dem 30. Versuch oder so, nach dem 20. 30. Versuch haben die meisten das hingekriegt. Das ist halt einfach. Ich glaube, das Kinder-Team wird auch nicht wirklich. Wird auch nicht wirklich trainiert. Wo steht
Die 25, 35. Ist aber gut, wenn das bis dann, wenn ich dann, wenn man dann nach der zweiten Arena ein Modigel geräucht. Gut, schauen wir mal. Bis morgen. Irgendwie. Ihr werdet es dann sehen, ob wir dann hier weiterkämpfen oder das schon geschafft haben. Jo, haut rein. Bis dann und ciao.